Hallo und herzlich willkommen, liebe Skyrim-Freunde. Mein Name ist Sirius und jetzt gibt's den mittlerweile 49. Part von Let's Play Skyrim Dawnguard und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ja, wenn ihr dem Let's Play folgen solltet, wisst ihr ja, dass ich seit dem letzten Video der beste Skyrim-Spieler der Welt bin. Also geht's jetzt nur noch darum, hier die beiden Quests quasi zu Ende zu führen und dann mal eben zurück zur Festung Dämmerwacht zu reisen, um, naja, quasi zu berichten, dass ich, ganz toller Spieler bin und so. Ob das schief geht oder nicht, sagt uns gleich das Video. Richtig. So, ich hatte ja eigentlich zunächst geplant, beide Nebenquests hier in einem Video zu packen, also quasi im letzten Let's Play zu zeigen. Das war aber dann doch ein bisschen lang und mit 20, 22 Minuten das Video irgendwie schon voll. Und deshalb machen wir uns heute auf den Weg zur zweiten Quest. Die Steinbachhöhle ist dabei unser Ziel und die Quest lautet ganz einfach uralte Technologie. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das vielleicht schon so der letzte Part dieser Reihe, wo es eben darum geht, die Armbrust zu verbessern. So, das war der nächste Platz für mich, zu dem ich reisen konnte. Hier sieht alles schon relativ abgemetzelt aus. Mal wieder schön Mammut zu sehen, habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen bei meinen Skyrim Walkthroughs durchlaufen, Let's Plays, wie auch immer. Wollen wir mal kurz auf die Karte gucken, wo wir uns hinbewegen müssen. Okay, ich gucke komplett in die falsche Richtung, eigentlich ja normal für mich. So, einmal umgedreht und dann in die andere Richtung zurückgereist sozusagen. Ich bin dann abwechselnd hier ein bisschen mit Arvak durch die Gegend geritten. Hier immer noch meine Kritik auch nochmal, dass Serana nicht ein Pferd benutzen kann. Also bitte, jetzt ist ja schon der Patch 1.7 da. Da wäre es jetzt echt mal fällig gewesen. Oh, Tiger. Guck mal, wie friedlich ich bin. Ich kann einfach vorbeireiten. Also da wäre es auf jeden Fall jetzt endlich mal fällig gewesen, dass der Follower auch ein Pferd benutzen kann, wenn wir dem eins kaufen. Ja, also ich denke mal, jeder Entwickler von Bethesda wird mir natürlich zuschauen als den besten Skyrim-Spieler der Welt. Ich denke, diese Kritik wird natürlich dann auch in Zukunft sehr schnell aufgenommen, berücksichtigt und dann auch eben behoben. Soldat der Sturmmäntel. So, wie ihr vielleicht wisst, bin ich ja immer noch dabei, ein bisschen so mein Werwolf-Talent aufzuleveln. Also, wen wundert es jetzt nochmal? Rein in die Bestiengestalt und dann metzeln wir mal noch kurzerhand ein paar Leute ab. Vorhin im Video hat schon jemand geschrieben, das gucke ich jetzt mal eben nach, wer es war. Und zwar, das war The Max Power, wenn ich das hier so richtig aus dem Augenwinkel lesen kann. Der gesagt hat, zu diesen zusätzlichen Totems, die mir da noch fehlen für meine Werwolf-Fähigkeit, muss ich einfach nur eine einfache Nebenquest von Ayela erledigen. Mal gucken, ob wir das mit in Skyrim Let's Play irgendwann mal packen, so an Rande hinein oder was. Das weiß ich noch nicht so genau. Mal gucken, wie sich das so spielt. Wenn das wieder nur so eine simple Quest ist, wie irgendwo hinrennen, irgendwo draufhauen und wieder zurück, muss ich einfach mal gucken. So, dann war es relativ schwierig, diese blöde Höhle zu finden. Und ich war da echt ein bisschen sickig, bin hier um die Felsen rumgelaufen, rauf und runter, hab auf die Karte geguckt, wusste wieder nicht wohin und eigentlich zeigte der Pfeil nach da oben. Und also da bin ich wirklich schon ein bisschen planlos so durch die Gegend gelaufen und da habe ich mir gedacht, vielleicht kennt ihr das. Ich muss... Fuck you physics, bitch, I'm a horse. Oder so ähnlich, habe ich ja schon mal erwähnt, habe ich auch vorhin noch ein Foto auf Facebook zugepostet. Allerdings wirkt das Foto eigentlich nicht so krass, wie es das Gameplay dann hier letztendlich zeigt. Ja, also ich wollte das bewusst auch so machen. Ich stehe immer noch tierisch drauf, dass die Pferde eigentlich fast senkrecht die Wand hochreiten können. Und ich finde, cooles Movement wird dann eben auch belohnt, dass ich das mit ins Video schneide. Ja, also Physik, nein, danke. Ein Pferd kann das eben halt. Achtung, coole Sequenz. Ja. Man braucht so ein, zwei Anläufe, aber irgendwo findet man dann immer eine Stelle, wo man quasi da senkrecht die Wand hinaufreiten kann. Hätte ich noch ein bisschen später stoppen sollen, oder? Oben an der Klippe sah es, glaube ich, noch steiler aus. So, und dann Rätselslösung sozusagen. Diese blöde, Entschuldigung, verfuckte Höhle liegt wirklich in diesem Tümpelteich hier, ja? Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, alter, Steinbachhöhle. Aber ein Bach ist das nicht. Dann hätte sie vielleicht Steintümpelhöhle heißen müssen oder so. Ich habe da wirklich, könnt ihr da sehen, ich habe dann aber geguckt, ey, hier ist keine Höhle, habe ich gedacht. Und dann, ja,
Nur meinem außerordentlichen Skill in Skyrim hatte ich es dann zu verdanken, dass ich die Steinbachhöhle da dann doch noch entdeckt habe. Also wundert euch nicht, das ist hier halt ja, in diesem Teich versteckt sozusagen. Und wenn man es weiß, findet man es vielleicht schnell. Ich bin da wie blöd echt den Felsen hoch und runter gelaufen, weil ich habe gedacht, das liegt bestimmt wieder so ganz beschissen oben irgendwo, wo man nicht drankommt. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen Dwemer-Technologie einsammeln können, damit wir dann auch bald mal die Killer-Armbrust haben, die, naja, keine Ahnung, was die für einen Schaden bewirken wird. Da sind wir in der Höhle. Was macht der Typ da? Hängt mal fröhlich locker da rum. Da oben sind so ein paar Kisten verteilt, kann ich sehen. Habe ich gedacht, hüpfe ich direkt mal hier rauf. Fuck, kein Pferd dabei. Da machen einem die Physikberechnungen direkt irgendwie einen Strich durch die Rechnung. Aber dann, ja, hat sich das ja richtig gelohnt. Also für einen Apfel könnt ihr das ruhig auch mal auf euch nehmen. Zack, Lachs fangen. Wo ist denn der Lachs? Da. Okay, also heute ein reines Video, was sich um Äpfel und Fisch dreht. Und mal gucken, was hat der Bretone dabei in Dietrich. Kann ich jetzt auch nicht wirklich gebrauchen. Also gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Höhle hinein. Was machen wir? Welche Waffe? Armbrust können wir eigentlich mal spielen. Haben wir länger nicht gesehen. Gibt es ja immer wieder Leute, die fragen danach. Ich finde, ich spiele den eigentlich schon relativ oft. Und ich habe jetzt mittlerweile auch diesen einen Perk aufgelevelt, dass ich heranzoomen kann. Das konnte ich in meinen ersten Gameplays nicht, falls euch das interessiert. Und falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte. Ich glaube, dieses Perk, also dieser Talent heißt Adlerauge. Ist das richtig? Korrigiert mich bitte in den Kommentaren, falls das nicht richtig sein sollte. Also Armbrust, Adlerauge und hier eigentlich eine coole Kombi, wenn man das Gift mit Feueranfälligkeit benutzt und die Armbrust so oder so auf Feuer geskillt ist und explodierende Feuerpfeile hat, dann sollte die eigentlich den, ja, was weiß ich, wie vielfachen Schaden schaffen. So, jetzt haben wir auch noch Folgendes. Ich bin am Schleichen. Achtung. Headshot! Nicht mal. Boah! Da waren wir jetzt gerade Flammen entfernen, oder? Und mal ganz ehrlich, ey. aufgeskillte Armbrust, verzauberte Armbrust, explodierende Pfeile, vergiftete Pfeile. Und trotzdem musst du hier auf die Kollegen da irgendwie draufholzen ohne Ende. Na okay, die hat es jetzt da nochmal gepackt. Aber ich würde jetzt mal sagen, dass so ein normaler Bandit ohne Rüstung bei einem explodierenden, vergifteten Feuerpfeil eigentlich sofort tot sein sollte, oder? Normalerweise sollten wir jetzt seine Gliedmaßen rechts und links von der Höhle abkratzen können. Entschuldigung. FSK 16. Oder ist es USK? Ich verwechsel das immer. Moment, ich raschel hier mal rum. Wer bestimmt unsere Spiele? Die USK ist es. Entschuldigung. Ja, hier mal noch ein bisschen Krempel eingesammelt und weiter geht's durch die Höhle. So, das scheint mir irgendwie ein ganz guter Weg zu sein, zu so einem Lager. Aber wenn man neugierig ist, dann nimmt man natürlich jeden blöden Weg in Kauf und läuft auch mal in die andere Richtung. Manchmal auch so ein bisschen mit der Gewissheit, sich zum Trottel zu machen, weil es da eventuell gar nichts zu finden gibt. So habe ich gedacht, gehe ich hier überall mal noch so taktisch hoch, schleiche ich rum, ob irgendwann mal was kommt. Aber ich kann euch jetzt direkt schon mal sagen, da kommt eigentlich herzlich wenig. Also erstmal, bis man in so einer großen Höhle ankommt. Das Video heute ist immer noch nachkommentiert. Ich denke, das merkt man auch anhand des Zusammenschnitts. Das ist aber jetzt auch der letzte Part, den ich so ja, für mich aufgenommen habe, ohne dabei live zu kommentieren. Und jetzt, Achtung, Achtung, da ist einer. Achtung, bam. Ah, ja, so soll das sein. Schuss und Tod. Ja, also auf jeden Fall mit der Waffe, die ich da habe jetzt. Ja, das nächste Video wird wieder live kommentiert sein. Ich habe ja, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, ich habe so ein bisschen vor mich hingespielt eigentlich. War das von der Aufzeichnungslänge sicherlich so 2 Stunden oder so. Da war aber einfach eine Menge Zeugs dabei. Wild durch die Gegend laufen und so, was nicht sonderlich zeigenswürdig war. Sag ich, oh. Ey, ich hasse das mit diesem Schlösserknacken. Ich hasse das echt. Ja, also, ich glaube, von den 2 Stunden, die ich aufgenommen habe, war 1,5 Stunden Dietriche zerbrechen. Also das ist was ich echt, was mich tierisch anpisst. Ich weiß auch nicht warum. Also am PC gibt es mehrere Möglichkeiten. Die einfachste ist einfach Unlock einzugeben und dann ist das Scheißding auf und das mache ich eigentlich immer. Aber ich habe hier noch einen Ring des geringen Schlossknackens. Mal gucken, ob der hilft. Eine andere Variante ist, es gibt auch einen Mod bei Skyrim für einen PC. Da wird oben so eine Anzeige eingeblendet in verschiedenen Farben, wo man einfach sieht, in welchem Bereich man quasi den Dietrich drehen muss, damit der dann auch grün bleibt. So, da fällt mir gerade ein, wo ich diese Notizen hier genommen habe.
die habe ich in diesem Video gar nicht mehr gelesen. Da müsst ihr mich beim nächsten Durchspielen unbedingt mal dran erinnern, wenn ich das vergessen sollte, dass ich das mal lese, was da so drauf stand. Also da werden wir noch Sachen finden, die sind so ein bisschen rätselhaft, sag ich jetzt mal. Ich habe vorhin auch noch was gelesen, das kann ich jetzt vielleicht auch noch mal kurz nachgucken, während ich hier die Höhle zurücklaufe. Da hat mir jemand geschrieben, Skeever sind die großen schwarzen Ratten. Ja, aber heißt Skeever? Ist Skeever das englische Wort für Ratte? Und dann hat noch jemand gefragt, woher habe ich diesen Zerstörungsexpertenzauber? Ich glaube, den habe ich in der Magierakademie in Winterfeste gekauft, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann gab es da noch einen Hinweis irgendwo auf eine Quest. Moment, das gucke ich jetzt auch noch nach. Bin ich nicht schon zu weit im Video? Oh, Action! Fuck! Moment. Banditenmörder! Bäh! Immer ganz schön heftige Explosionen hier. Ich brenne, glaube ich, auch gerade. Scheint so ein bisschen... benutzt ihr einen Schutzzauber? Oder was ist dieses hellbläulich? Also jetzt, das war auf jeden Fall verbrennen gerade. Boah, da haben wir einen Banditenmarodeur. Die Untertitel, wenn die stöhnen, sind eigentlich die besten, oder? Mal gucken, was der dabei hat. Ah, Essenz des falschen Gold. Ja. Ah, da, Schatzkarte X. Das war genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Das wollte ich mir eigentlich angucken. Habe ich wirklich da vergessen, als ich es aufgenommen habe. Ja, also das muss ich unbedingt im nächsten Video mal nachholen, um dann zu gucken, wo das ist. So, ich finde jetzt auch nicht... das, was ich euch noch vorlesen wollte an Kommentaren, da hatte mir jemand geschrieben, es gibt irgendwo eine Frau, die in einem Spinnennetz hängt oder sowas. Muss ich nochmal gucken, wo ich das finde. Hier ist auf jeden Fall unser heutiges Ziel. Ja, nicht Finns Laute, sondern den Bauplan wollten wir mitbringen. Das Dwemer Metall brauchen wir, glaube ich, nicht mehr einsammeln. Das ist für mich nicht von Wert. Hier haben wir noch was, Zwergenbeute. Das hätte ich mir auch angucken sollen. Das muss ich mir mal merken, wenn ich morgen oder heute Abend Skyrim spiele, dass ich mir das mal eben reinziehe. Also wenn ihr noch so kleine Nebenquests wisst, ja, die alleine zu Dawnguard gehören, dann postet mir die echt gerne in die Kommentare rein. Da bin ich für alles offen, was ich da so finden und lesen kann. Was wir ja auf jeden Fall noch gemeinsam vor uns haben, ist Verloren in der Vergangenheit. Was ist das hier? Geheimnis vom Prinzen Blablabla. Wow, tut sich aber irgendwie nichts. Normalerweise ist es doch so, dass ein Buch was wertvoll ist, oder? Das hat ja jetzt hier 60 Goldstücke an Wert gehabt, dass das immer irgendwas bedeutet, oder? Eine Quest oder Zauberspruch oder so, das war jetzt, glaube ich, hier... Ja, keine Ahnung. Wer das weiß, bitte auch mal posten. Da muss ich das nicht versuchen, irgendwo im Internet nachzugoogeln. Ja, Verloren in der Vergangenheit habe ich auf jeden Fall noch als Quest vor mir. Die habe ich jetzt hier im Moment auch noch nicht aktiv. Ich habe da einen Speicherpunkt gewählt, der ein ganz klein bisschen vorher lag. Das war ja im Epilog-Video quasi noch mit drin, dass ich das angefangen habe. Ups, mal eben, ey, Lachs nehmen wir wieder mit. Was weiß ich, wofür das gut ist. Und dann geht's wieder raus. Also das wird auf jeden Fall noch eine Quest sein, die ich machen werde. Jetzt geht's aber erstmal zurück. Hier können wir sehen, das sind die beiden kleinen Nebenquests, die ich gemacht habe. Nichts besonders Dolles, aber immerhin hat's ja gereicht, um, ja, keine Ahnung, eine Viertelstunde Video damit zu füllen. Ob das jetzt so sonderlich interessant war, das lasse ich jetzt mal dahingestellt, ja, aber... Hat sich ja jetzt nichts mehr getan im Video und ich kann ja nichts anderes zeigen als das, was das Spiel jetzt im Moment noch hergibt, nachdem das Finale von Dawnguard ja nun mal schon vorbei ist. Ja, gehen wir auf jeden Fall mal noch zu Gunma und, wie heißt die andere Kollegin nochmal? Weiß ich gerade nicht. Sorine, oder? So, das ist Gunma. Oh, well, I'm not sure. I guess it came from fighting them, thinking, what could be worse? Ja. Little place, isn't so, this? Nee, nicht was habt ihr zu verkaufen, sondern ich hab den Vampir getötet. Very good. That's one less monster. Könnt ihr oben links sehen, Halskette der Alchemie hinzugefügt. Das ist für mich in etwa so nützlich wie die Halskette der Wasseratmung. Also eigentlich ziemlich unnützer Kram. So, er hat jetzt hier keine weitere Nebenaufgabe für mich, sondern er sagt mir, ich soll mit Isran sprechen. Eigentlich, wie ich finde, ja, es hört sich irgendwie ganz gut an. Hope you're getting along with Isran. Back already? Can't wait. Let's see. Ooh, this diagram explains how to fashion a bolt that will send a jolt of shock through whatever it hits. Testing this will require some extra precautions, I think. Here, let me show you how this works. I'll have some for sale soon.
So, hier müsste jetzt eigentlich noch eine Quest geben, oder? Ach, schon wieder begonnen, uralte Technologie. Here's the location of the next set of Dormer diagrams. Thanks. So, ich glaube, das ist jetzt auch der letzte. Also ich meine gelesen zu haben, es gibt insgesamt 6 Nebenquests und das war jetzt auf jeden Fall die Nebenquest Nummer 5 mit der Armbrust. Ich sammle hier mal alles ein, ich benutze das wahrscheinlich wieder nicht, aber Hauptsache, das Inventar ist richtig schön voll, damit ich das ordentlich langsam im Video dann durchblättern kann. So, Unma, bla bla bla. Und naja, wie gesagt, wenn er sagt, ich soll zu Isran raufgehen, das hört sich eigentlich so an, als würde es eine Quest geben, die ein bisschen gewichtiger ist. Also, wenn er schon der Chef der Dämmerwacht selber uns auftragen muss, ja, klingt ja generell nicht schlecht. Ja, die deutsche Xbox-Version ist ja auf jeden Fall aktuell erhältlich. Habt ihr die schon gezockt? Seid ihr zufrieden mit der Synchro oder findet ihr die englische Variante ist besser? Würde mich auch mal interessieren, ich habe mir da bisher noch nichts angesehen. I knew it would come to this one day. I knew. Be on your guard at all times. Avoid sleep if you can. The Jarl's in danger. A vampire plays as a visiting advisor to the court. Destroy it, before it's able to complete its foul business. But be warned, the Jarl's guards are unaware of the threat. And will treat violence against this advisor as a crime. Convince the Jarl of the threat, and he'll let you destroy the creature. If not, then do your best not to get caught. Quickly now. The longer you delay, the more danger the Jarl is in. Watch your back. Watch your back. Hä? Hinter mir ist doch. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er meinte Serana, oder? Wenn wir unseren Rücken im Auge behalten sollen. Naja, sei es drum. Also, jetzt haben wir uns Folgendes vorgenommen. Also noch die letzte Nebenquest für die Armbrust machen. Hier nochmal die Nebenquest für Isran machen. Lesen, was auf den Zetteln steht. Und dann noch das verlorene Geheimnis spielen. Und dann haben wir vielleicht schon Skyrim Dawnguard so gut wie vollends ausgekostet. So, meine lieben Skyrim-Freunde. Nach 17 Minuten beende ich das Video heute schon, weil mehr gibt's aktuell noch nicht. Und ich muss morgen erstmal eine Runde weiterzocken. Vielleicht lasst ihr mir ein paar Kommentare da, was ich noch so machen könnte, was ich tun soll, wie auch immer. Ich beachte ja eh meistens nichts. Ich sag auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und haut rein.